Sommersemester. Wir hatten, lieber Bundesbruder Herbig, ja im letzten Jahr schon mal einen Versuch gemacht, aber leider hat mir ja die Gesundheit damit dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und mit dem derzeitigen hohen Senior hatten wir ja einen zweiten Versuch starten wollen. Jetzt im Wintersemester nochmal einen Aufschlag zu wagen im Januar diesen Jahres. Und hatten dann sofern mündlich vereinbart, dass es doch vielleicht ganz gut ist, dass wir noch ein bisschen warten, dann können wir so eine Face-to-Face-Veranstaltung machen. Insoweit freue ich mich, in eure Gesichter heute Abend sehen zu dürfen und zu können und gemeinsam hier in der Diskussion das schöne Thema Königsberg, die Albertina, das ist der Name der Universität Königsberg in Preußen, heute euch hier in kleiner Runde vorstellen zu dürfen. Ihr seht hier auf der Folie das Neorenaissance-Gebäude der Universität in Königsberg vor der Zerstörung 1944, im Sommer 1944 durch britische Bomber in den Luftkriegen, die dann auch die östlichen Provinzen des damaligen Deutschen Reiches erfassten. Ihr seht hier auf dem Fundament, auf dem Podest stehend, den Geldgeber dieser schönen alten Universität, die bekanntermaßen schon 1544 gegründet wurde. Und ich habe mich deshalb entschlossen, den Zeitraum von 1544 bis 1945 heute Abend mit euch hier in einem kleinen Exkurs abzuhandeln, als kleinen Impulsvortrag. Das reicht dann auch in 401 Jahren. Das ist ein schöner Zeitraum, wo wir dann mal so gemeinsam uns hier auf den Weg machen können. Abschließend nochmal, der Gründer hatte ich eben versäumt zu erwähnen, das ist Friedrich Wilhelm IV., einer der Söhne von der Königin Luise, die sicherlich dem einen oder anderen aus dem Geschichtsunterricht geläufig ist. Wir kommen damit dann zur ersten Folie des heutigen Abends. Hier seht ihr den Gründer der Universität, Herzog Albrecht. Herzog Albrecht war der Gründer der Universität, der eben festgestellt hatte, hier müssen Juristen und Theologen her. Die Gründung des Herzogtums Preußen erfolgte durch ihn 1925 und durch den großen Osiander, der aus Nürnberg kam, der hat ihn hier seinerzeit beraten und hat gesagt, es ist zeitgerecht, den Ordensstaat aufzukündigen und aus dem Orden, aus dem deutschen Orden, der seinerzeit im 12. Jahrhundert bereits zur Besiedlung des späteren Ostpreußens beitrug und sozusagen als Gründer, als ursprünglicher Gründer anzusehen ist, geschichtlich gesehen, der seinerzeit hier dann gesagt hat, jetzt ist es an der Zeit, den Orden aufzulösen. Er hat mit seinen Ordensrittern dann beschlossen, den Deutschen Orden aufzukündigen und dann in ein weltliches Herzogtum unter Luther und der Beratung durch Luther, dass es zeitgerecht ist, jetzt einen protestantischen Staat zu gründen. Hat sich da dann belehnen lassen vom König von Polen und hat den strategischen Schachzug, hatte ich vorhin schon angedeutet, in kleiner Runde hier, bevor die Aufzeichnung erfolgte, hat den Schachzug gemacht. Er hat die Tochter des Königs von Polen geheiratet. Das war sehr klug und damit sozusagen der Auftakt in eine europäische Zukunft. Ihr seht hier linke Hand ein Schwert. Amüsanterweise oder interessanterweise, wer mag und sich mal in das schöne Hessen begibt und Wiesbaden besucht, kann dort in dem Landesmuseum, im Hessischen Landesmuseum, dieses Originalschwert noch besichtigen, wie es da seinerzeit hingekommen ist. Ich habe es nur nachgelesen, ich fand es ganz interessant. Ist immerhin schon interessant, wenn das hier 1525 entsprechend schon so hier abgebildet wurde. Dieses Bild sozusagen war an der alten Universität auf der Dominsel an der Universität angebracht. Diese Abbildung tragen die Königsberger Wingolfiten heute noch auf der Mütze. Ich will das mal eben hier für die Kamera abbilden. Man kann dort diesen goldenen Alberten, sagt man dazu,
abgebildet sehen. Ich denke, das müsste eigentlich erkennbar sein. Ich komme gerne nochmal hier ran, weise mich bitte an, ob das jetzt gut erkennbar ist. Ich sehe, dass das der Fall ist. Dann nehme ich die Mütze wieder zur Seite. Ich habe sie heute extra mal mitgebracht. Die Buchstaben werdet ihr sicherlich dort auf dem Albertus nicht erkennen können. Deshalb habe ich für euch heute Abend das hier einmal aufgeschrieben. Darunter steht hier, unten drunter steht jetzt Civis Academicum Albertum, abgekürzt. In Klammern akademischer Bürger der Albertiner. Das war der Name der Universität in Königsberg in Preußen. Heute Abend will ich mit euch das Thema die Zeit der Gründung behandeln, die Entwicklung in der frühen Neuzeit dieser Universität, die Aufklärungszeit, das 19. Jahrhundert, den Ersten Weltkrieg und die Weimarer Republik und dann das sogenannte Dritte Reich, dann die 400-Jahr-Feier, die noch 1944 interessanterweise am 20. Juli stattfand. Am 20. Juli. Juli. Ja. Interessanterweise, also an dem Tag, wo sozusagen das Attentat auf Hitler in Rastenburg auch in Ostpreußen stattfand. Und dann das deutsche Ende. Das kann man am besten immer machen, ich mache das immer sehr gerne bei Impulsbeiträgen geschichtlicher Art, wenn man so eine kleine Zeitreise macht. Und ich habe dazu einen netten kleinen Artikel gefunden, den ich euch hier vortragen möchte, unter dem Motto Erinnerung an die Albertiner von Walter Hubatsch, einem großen Gelehrten, der unter anderem an der Universität in Bonn auch lehrte, nach dem Kriege, der hier in seinem Buch schrieb, viele werden zum Sommersemester aus dem Reich gekommen sein, da werde ich gleich drauf eingehen, was damit gemeint ist, mit den weißen Schiffen des Seedienstes Ostpreußen, auf dem Wasserweg über Stettin und Sopot, dem großen Bad in Westpreußen bei Danzig gelegen, nach Pillau. Dann geht es mit dem Seezug weiter, bald grüßt das Land des Ritterordens. Nun taucht die Stadtsilhouette von Königsberg auf. Und endlich ist der Hauptbahnhof erreicht, groß, an der Börse vorbei, geräumig, modern. Auf dem weiten Vorplatz nehmen wir die Straßenbahn, an der Börse vorbei, rasch einen Blick nach rechts auf den Dom, und die alte Universität zu werfen über den alten Kregel, rasch, und nun sind wir auf der Kneiphofinsel. An der Krämerbrücke gibt es kurz Aufenthalt. So haben wir gerade Zeit, rasch einen Blick nach rechts auf den Dom und die alte Universität zu werfen. Jetzt zum Thema Reich. Dahinter verbirgt sich der Name des Deutschen Reiches. Ihr seht hier von der 25-Jahr-Feier des Königsberger Wingolfs und der Grenzlandtagung des Wingolfsbundes eine Couleurkarte abgebildet, die ich euch hier heute Abend mitgebracht, eingescannt habe. Hier seht ihr die Grenzen in Schwarz für Ostpreußen. Ihr seht hier den Wingolfs, unser Wingolfsbund, abgebildet linke Hand als Panier und rechte Hand das Königsberger Panier. Ihr seht hier rot eingetragen oben das Memelland, was nach dem Ersten Krieg an die Republik Litauen, die sich gegründet hatte, abgetreten wurde. Ihr seht hier die freie Hansestadt Danzig, oben am Haff gelegen. Und ihr seht hier rot eingetragen das ehemalige nach dem Ersten Krieg Westpreußen, was der Republik Polen ohne Abstimmung zugesprochen wurde. Darüber hinaus müsst ihr euch vorstellen, Königsberg liegt hier oben, das Schiff kam also hier oben an und hier liegt also Königsberg ganz oben am Ende des Samenlandes sozusagen gelegen. Hier seht ihr mit dem Seedienst Ostpreußen nach Ostdeutschland. Also die Jüngeren unter euch wissen sicherlich, dass man unter Ostdeutschland heute was anderes versteht als früher, geschichtlich gesehen. Aber ich denke mal, als Wingolf Fied und als Korporierte sollte man die Geschichte auch kennen, dass Ostdeutschland mal bis zum Ende des Deutschen Reiches seiner Zeit, was hier weiß eingetragen ist und Ostpreußen dazugehören, gehörte auch zum Deutschen Reich, lag aber eben hier außerhalb
Denn dies hier war sozusagen Westpreußen, was nach dem Ersten Krieg, nach dem Versailler Vertrag, hier abgetreten worden ist. Ich will euch nur die Städte hier anzeigen. Hier liegt Swinemünde, hier auf der anderen Seite liegt Stettin. Diese Schifffahrtlinie, die hier besprochen worden ist, die reicht hier bis Sopot und geht dann hier bis Pillau. Hier könnt ihr Pillau lesen. Und hier seht ihr dann schon Königsberg. Nur, dass ihr eine Vorstellung habt. Das kann man natürlich über Google auch darstellen, aber ich denke mal, dieses Werbeplakat seinerzeit für eine Linie, die ist schon so ganz apart. Und das war sicherlich eine interessante Seereise, die man dann eben hier aus den Seebädern Swinemünde, aus Binz, aus Warnemünde bei Rostock liegend, wie ihr wisst, aus Travemünde oder aus Kiel direkt sozusagen nach Ostpreußen hier eben unternehmen konnte, weil es schwierig war. Ich weiß das aus den Erzählungen meiner Großeltern. Immer wenn die ins Reich fuhren, meine Großeltern fuhren bis zur Bombardierung im Westen nach Wiesbaden, zur Kur. Nach der Ernte natürlich als Landwirte. Und dann mussten die immer, wenn die hier mit dem Zug durchfuhren, die fuhren also nicht mit dem Schiff, sondern die fuhren mit dem Zug hier ankommen, dann mussten die Vorhänge hier zugezogen werden, damals in den Zügen. Also so ähnlich könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr heute mit ICEs nach München rast oder in andere Städte, wo die Lärmschutzwände sich hochziehen. Da musste man damals die Vorhänge zuziehen, so wie bei euch hier beim Kneipsaal auch, wenn wir hier hohe Veranstaltungen miteinander erleben und haben, machen wir das ja auch. Und insoweit ist das damit gemeint, man fuhr eben ins Reich. Und deshalb hat der Wingolfsbund seinerzeit hier in dieser Karte das auch mal entsprechend hier, wie ihr seht, dargestellt. Wollte ich so als kleinen Exkurs euch hier historisch nicht vorenthalten. So, jetzt nochmal hier die Innenstadt Königsberg hier abgebildet seinerzeit im Maßstab 1 zu 7500, die Innenstadt. Was ich euch hier eben beschrieben habe, hier unten liegt die Börse. Man kam also hier vom Hauptbahnhof an der Börse vorbei über die sogenannte Grüne Brücke und konnte dann sozusagen entweder sich entscheiden, die Kneippinsel, das ist also diese Insel. Und hier oben liegt diese alte Universität, die ursprüngliche Gründung der Universität Königsberg 1544, die im Übrigen die achte Gründung im damaligen unter den wissenschaftlichen Hochschulen des Deutschen Reiches war. Das insoweit auch nochmal ganz interessant. Gleich nach Marburg folgen damals. Als einzige evangelische Universität damals. In einer Einschub. Neben Marburg natürlich. Welches war die erste deutsche Universität? Königsberg. Nee. Marburg. Erste deutsche Universität. Ja, richtig, richtig, Entschuldigung. Ja. Danke. Welche war das? Die erste? Prag. Richtig. Ne? 1348. So ist es. Ah, genau. Und dann kommt Heidelberg. Ja, aber was ich euch damit zeigen will, was ganz wichtig für euch ist, das kann man nämlich auf dieser Karte hier kaum erkennen, das ist der Dom. Der Dom ist heute wieder auf der Kneippinsel aufgebaut. Mit entsprechenden Geldern natürlich aus der Bundesrepublik Deutschland, den kann man heute besichtigen. Da gibt es auch nach wie vor dieses Denkmal von Kant. Das liegt hier an der Außenseite. Aber was liegt dem protestantischen Dom gegenüber? Die Synagoge. Hier liegt die Synagoge. Da lag die Synagoge. Eine der prächtigsten und größten Synagogen Deutschlands damals. Bis zum Inferno 1938 dann. Der sogenannten Kristallnacht, wie die Nazis dazu sagten. So, hier unten haben wir den alten Kregel überquert. Wir gehen also strack hier über die Krämerbrücke. Das hier ist die Krämerbrücke. Und dann geht es hier an Kaiser Wilhelm I., dem Gründer des Reichs. Manche kolportieren auch historisch, dass das offizielle Ende des alten Preußens war. Weil der Reichsgedanke auf einmal aufkam. Denn geschichtlich ist es ganz interessant, bis 1808 gehörte Ostpreußen nicht zum Deutschen Reich.
Das ist insoweit ganz interessant. Bestanden überall die Handelsverbindungen und so weiter, die wissenschaftlichen Verbindungen, aber trotzdem gehört es offiziell nicht zum Deutschen Reich. Hier das alte Schloss, dann hier gegenüber ging man dann durch die Kantstraße und hier ist schon dann der Paradeplatz erreicht mit dem Königsgarten und hier ist der Standort der Universität. Deshalb wollte ich euch das nicht vorenthalten, weil ich finde, das kann man so ganz gut gedanklich nachvollziehen. Das ist ein bisschen belebender, als wenn man gleich in die Theorie hier dann zu sehr einspeicht. Hier seht ihr ein altes Bild, was ich euch hier anbieten kann, der alten Universität. Hier im unteren Bereich sind die entsprechenden alten Universitätsgebäude untergebracht. Natürlich nicht nach heutigem Standard zu sehen. Aber hier vorfindet ihr eben den alten Pregel, was ich euch berichtet. Hier im Hintergrund seht ihr dann den entsprechenden Dom als Abbildung. So, was insoweit nochmal wichtig ist, es geht jetzt gedanklich weiter. Hier seht ihr diesen Renaissancebau mit den wunderbaren Wandelhallen davor gesetzt. Gestalterisch. Wir sind ausgestiegen, gehen über die hölzerne Schlossteichbrücke zum Paradeplatz, was ich euch eben beschrieb, anhand des Innenstadtplanes und sehen nun rechts das Opernhaus. Vor uns aber der neue Renaissancebau der neuen Universität mit seiner Wandelhalle. Hier unten abgebildet. Das ist die Lehr- und Forschungsstätte für die theologische, die rechts-, staatswissenschaftliche und die philosophische Fakultät. Alles ist sozusagen hier an einem Ort untergebracht. Das sind die klassischen, auch für die Jüngeren unter euch, die klassischen Fakultäten, die jede Universität im Gegensatz zu einer technischen Hochschule seinerzeit aufzuweisen hatte. Insoweit auch nochmal ein kleiner geschichtlicher Exkurs zu diesem ganz wichtigen Thema. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Viele kennen ja die guten Verbindungen zu Rostock. Ich hatte das große Glück, mit Bundesbruder Wolf mal eine Lehrveranstaltung, die er dort abhielt, zu besuchen seinerzeit. Das war im Sommersemester, wenn ich mich richtig erinnere, 2017. Ja, so schnell kann man 100 Jahre überbrücken. Das war aber ein Fehler eben meinerseits. Kleiner Fauxpas, ich meine natürlich 2017. Im Sommersemester und da hatten wir das große Glück, da konnte in einem Lehrsaal irgendwas, klappte da technisch nicht und da mussten wir in den Senatssaal rüberziehen. Also diejenigen, die mal nach Rostock einen Besuch machen, lassen sich vielleicht von den dortigen Aktiven mal in die alte Universität, auch eine der ältesten Universitäten Deutschlands, führen. Vielleicht ist das ein Anlass, sich dieses Gebäude von innen einmal anzuschauen. Deshalb wollte ich euch natürlich hier nicht vorenthalten, wie so alte Senatssäle seinerzeit entsprechend hier aussahen. Hier mal ein altes Bild, wie Königsberg selber mal sich im 18. Jahrhundert gestalterisch darstellte. Da will ich aber jetzt nicht näher darauf eingehen, außer dass hier unten der Hauptbahnhof liegt. Da gab es natürlich noch mehrere. Jetzt komme ich zum Thema Zeit der Gründung. Also am 20. Juli war das Stiftungsdiplom, wurde vorgelegt. Der Rektor seinerzeit, das ist insoweit ganz interessant, das war ein Verwandter sozusagen von, im Moment nicht er selber, sondern die Tochter, seine erste Frau war Rektor Sabinus, die erste Frau von Melanchthon. Und die einen oder anderen, die sich so ein bisschen mit der Geschichte des Protestantismus schon mal beschäftigt haben, wissen ja, Luther und Melanchthon, das war so eine gegenseitige Beförderung. Das ist wie bei den Reformierten mit Calvin auf der einen Seite und dann dem anderen Pendant. Also wie gesagt, Sabinus war hier sozusagen der erste Rektor, der in dieses Amt berufen wurde. Die Gründung durch Herzog Albrecht hatte ich ja schon mehrfach jetzt angedeutet. Der sagte seinerzeit anlässlich der Gründung, unsere Akademie, die in Ost und West an Preußen angrenzen, Nutzen bringen soll. Das ist insoweit eine ganz wichtige Message, was ich sagte mit Europa, europäische Wirkstätte, wissenschaftlich gesehen, also offen für alle angrenzenden baltischen Länder, aber eben auch damals das Königreich Polen.
zweite evangelische Hochschule in Deutschland, also nach Marburg. Vier Fakultäten hatte ich schon eben angesprochen. Was ganz wichtig ist, der Eid erfolgte auf die Confessio Augustana, war so ein bisschen untergegangen. Für diejenigen, die geschichtlich bewandert sind, ist vor einem Monat im Juni auch 400-jährig gefeiert worden, aber nicht groß von der von unserer protestantischen Kirche. Damals waren 200 Studenten immatrikuliert. Also wenn man das so mit den Zahlen von heute vergleicht, dann habt ihr mal eine Vorstellung, wer so damals zu Hochschulen ging. Aber für damals war das viel. Das war viel, das war sehr viel. So, was dann die erste Schließung erfolgte, 1549 durch die Pest. Da wurden nämlich alle Vorlesungen erstmal geschlossen. Fast vergleichbar wie mit Corona, nur dass wir heute noch alle leben, die meisten jedenfalls. Dann zum Thema Entwicklung in der frühen Neuzeit, was ganz wichtig ist, Königsberg, die Universität, wurde damals zum Hort des protestantistischen Orthodoxie. Das kann man sich so vorstellen, diejenigen, die mal in Halle waren, wissen ja, dass Halle an der Saale, die wunderbare Jusenstadt, Tradition von Königsberg tragend, die Hallenser Wingolfiten, dass Halle sehr, ja, heute würde man sagen, sehr orthodox war seinerzeit. Und die haben sehr großen Einfluss genommen, haben auch die Lehre in eine bestimmte Richtung gedrängt. Also da war mit Liberalität im Protestantismus dann nicht mehr so viel angesagt. Aber ganz wichtig ist eben, es bestand eine frühe Wechselbeziehung zwischen Verwaltung, Kaufmannschaft und der Kirche. Also dieser Dreiklang, das war damals sehr wichtig in der damaligen Zeit. Das möchte ich nochmal hervorheben. Der nächste Step, jetzt mal 100 Jahre weiter gespannt, 1648, kennen wir aus dem Geschichtsunterricht, westfälischer Friede, der dann sozusagen dann geschlossen wurde. 30 Jahre Krieg sparte nämlich Ostpreußen damals aus. Dadurch erfolgte ein massiver Anstieg der Studentenzahlen. Und deshalb konnte dann 1644 konnte dann bei der 100-Jahr-Feier der Festreder Simon Dach entsprechend die Festrede halten, schon nach 100 Jahren. Ja, und dann kam der Nordische Krieg, von denjenigen, die historisch ein bisschen bewandert sind. Königsberg wird damit zum akademischen Zufluchtsort. Wieder einmal. Dann als Zeitmarke kann man sich 1817 merken. Auf den Albertus habe ich hingewiesen. Der Ansatz eines besonders geistigen Bürgerrechts war dann auf einmal gefragt. Also man war sozusagen in Aufbruchstimmung für ein deutsches Bürgerrecht eintreten im akademischen Bereich, was sich dann ja auch sozusagen eben vermehrt ausbreiten sollte auf die Gesamtbevölkerung. Das war ein ganz wichtiger Punkt, der damals erreicht wurde. Dann kam das Zeitalter der Aufklärung. Das war sozusagen der gesellschaftliche, geistige Emanzipationsprozess, der dann auf einmal begann. Oder Kant hätte damals gesagt, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist eine ganz hohe Leistung seiner Zeit. Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe einen geschätzten, inzwischen auch Konfilister, in der Philisterschaft, in der Königsberger Philisterschaft, der kam mal in Rostock hinter mir her, als dort die Ostkreuzkneipe gefeiert wurde am Sonntag nach dem Gottesdienst und kam dann auf mich zu. Wir Königsberger haben ja eine sehr kluge Entscheidung getroffen, dass wir uns gewagt haben, auch für aktive Bandverleihungen vornehmen zu können, wenn da Interesse besteht, weil wir festgestellt haben, die Geschichte kann ja im Grunde genommen auch nur durch Junge erweitert werden. Und die Jungen werden ja zeitnah in der Regel, so wie Konfilister Büte, eine kluge Entscheidung treffen und sich dann für die Filistration entscheiden. Und insoweit haben wir da entsprechende Öffnungen in unserer Satzung vorgesehen. Also wer daran dann interessiert ist, wirklich von Herzen das Königsberger Band tragen möchte, da sind wir dann nicht abgeneigt, wenn der Hohe Konvent das beschließt.
und das überzeugend dargelegt wird, dann kann auch das Königsberger Band aufgenommen werden. Und der kam hinter mir hinterher und sagte, ich möchte wegen Kant das Königsberger Band aufnehmen. Und das war für mich natürlich eine große Freude, das zu erfahren, dass ein junger, aktiver, sich dessen hier, auch noch Philosophiestudent, dessen erinnerte und gut zugehört hatte und das hier als Message sozusagen verstanden hat. Und du wurdest auf die Höhe von Kant gehoben. Ja, da bin ich ein ganz kleines Lichtkegel. Das möchte ich massiv zurückweisen. Ja, aber Scherz beiseite, 1744 war dann eben die 200-Jahr-Feier, da kamen dann schon 1000 Studenten zusammen in Königsberg, also eine ganz beträchtliche Anzahl, immerhin 30% Ausländer. Das war natürlich eine ganz beträchtliche Anzahl, 30% Ausländer. Überwiegend waren das dann Deutschspalten. Aus Kurland kommend, ihr wisst ja, es gibt in Dorpat, sage ich immer noch, heute Tartu genannt, aber wie ich so hinter den Kulissen gehört habe, sehen die Dorpatenser das ja ganz entspannt, wenn man dann Dorpat sagt, also die alte Universität dort, überwiegend aus diesem Dunstkreis der alten, sozusagen Balten, Stämme stammend. Ja, 1755 wird Kant nun endlich Privatdozent, nachdem er sich habilitiert hat. Einer seiner ersten Hörer ist Johann Gottfried Herder. Und auch wieder, ich habe vorhin eingangs von in dem ersten Step von Hannah Arendt berichtet, vorweggeschaltet, Gottfried Herder war ja ein ganz berühmter, großer Mann aus Mohrungen in Ostpreußen stammend. Aus damals kleinen Verhältnissen kommt, hat die richtigen Geldgeber gefunden, die ihm das Studium gefördert haben, sodass er entspannt hier eine Karriere machen konnte, dann aber sich eben entschieden hat, Theologe zu werden, im Übrigen in Reval und heute Tallinn genannt, dass er eine Zuordnung hat, da hat er jahrelang gelehrt, als Theologe und hat sich dann entschieden, an den Fürstenhof nach Bückeburg einen Schwenk zu machen. Über den Umweg von Bückeburg aus ist er dann ja nach Weimar gegangen, hat da ja sehr lange auch gelernt und hat eben immer gesundheitliche Probleme gehabt, hat aber sehr viel auch und ist heute immer noch in der Republik Polen, das höre ich immer von einem befreundeten polnischen Bischof, der heute Bischof in Rastenburg ist, Kestrin genannt, der ist sehr angesehen bei den Polen, weil er sich für die Vielfalt auch ausgesprochen hat, damals schon. Und da natürlich auch nicht immer das auf Zustimmung fand. Aber hat immer ein offenes Herz auch für die slawischen Stämme gehabt und gerade auch für die polnische, für die Polen. Und insoweit war der sehr angesehen, deshalb möchte ich darauf nochmal explizit hinweisen. Johann Gottfried Herder, ein ganz großer Ostpreuße, ein sehr liberaler Mann. Dann folgt das 19. Jahrhundert. Zur Definition des akademischen Bürgers gehörte damals natürlich die Befreiung von bestimmten Lasten und Pflichten. Die wurde aufgehoben. Das war eine grundsätzliche Voraussetzung damals. Da war man auch stolz drauf. Und ihr insbesondere als Aktive, wenn ich mich so erinnere, Konfessor Strüber, 2011, kann ich mich noch sehr gut erinnern, da warst du Senior im Sommersemester, als ich die hohe Ehre hatte, auf dem Begrüßungsabend am Freitag anlässlich unseres Stiftungsfestes hier auf dem Hause einen kleinen Vortrag über eine Reise nach Ostpreußen in den polnischen Teil zu halten. Da habe ich dann unter anderem ja auch, wenn ihr chargiert, dann wird ja auch entsprechend in voller Paradeuniform tretet ihr ja dann auf. Das war damals ihm ein Zeichen, dass man einen Schläger tragen durfte. Das stand nur eben Offizieren und akademischen Bürgern zu. Was waren denn diese bestimmten, also nur nicht alle, sondern Beispiel für bestimmte Lasten und Pflichten? Also einen Schläger tragen wäre wahrscheinlich auch eine gewisse Last, aber nicht bedeutend. Was kann ich mir darunter vorstellen, so ungefähr? Ja, es mussten natürlich auch Steuern bezahlt werden.
Ach so. Mussten Steuern bezahlt werden und das war nicht der Fall unter anderem. Die Pflichten, die mussten Militärdienst ableisten. Ja, das war natürlich dann auch schon gefragt in der damaligen Zeit. Wir sind ja jetzt schon im 19. Jahrhundert angekommen, also nach den Befreiungskriegen. Und insoweit gehörte das eben auch unter anderem zu den Bürgerpflichten, dass man sozusagen dann eben auch gezogen werden konnte oder musste, wie auch immer. Ja, was ganz wichtig ist, 1810 war dann das Staatsexamen fürs Lehramt an höheren Schulen erforderlich, konnte eben abgenommen werden an der Universität. Und 1811 gibt es ein neues Universitätsviertel. Das ist insoweit ganz wichtig. Der große Humboldt, der ja in Berlin wirkte, der Bruder von dem Alexander, von dem großen Wissenschaftler Wilhelm von Humboldt, der ganz wesentlich damals sozusagen der Erneuerer des, ja, könnte man sagen, aus heutiger Zeit des Bildungswesens war, an Universitäten und an den Schulen verantwortlich, heute würde man sagen Kulturminister, der hatte dieses Amt inne. Da wurde 1810 die Berliner Wilhelms-Universität sozusagen gegründet von Humboldt. Deshalb hat man auch dann, als dann die sogenannte DDR gegründet wurde, diese Wilhelms-Universität, die ihr heute immer noch findet, fast vis-à-vis vom nun inzwischen neu aufgeführten Schloss-Ensemble der Museumsinsel in unmittelbarer Nachbarschaft, das Hauptgebäude kennt ihr sicherlich in Berlin, wenn ihr mal den Berliner Ringhof besucht habt. Da nebenan sozusagen hat man diese Hochschule dann in Humboldt-Universität umbenannt, weil es natürlich nicht sein konnte, dass ein Friedrich Wilhelm eine Universität gründete und dann noch ein Preuße, ein Reaktionärer, möglicherweise noch Junker dazu. Das war natürlich verpönt bei den richtigen Sozialisten. Deshalb stelle ich das mal so heraus. Und da wurde die dann natürlich umbenannt in Humboldt-Universität. Den Namen trägt sie ja im Übrigen heute noch. Und das war natürlich insoweit sehr schön. Dann ging es um die Grundlagen des Humanismus. Dazu gehörte seinerzeit die moralische, die körperliche Ausbildung, die waren gleichberechtigt neben dem Intellekt. Insoweit also eine neue Zeit, die hier sich an den Hochschulen verbreitete, auch reichsweit damals dann schon. Und das erste Mal wurde dann sozusagen die Germanistik hier anerkannt. Und zwar von der Universität Königsberg, als erste Hochschule damals im Deutschen Reich, wenn ihr so wollt. Ja, und die Geschichtswissenschaften und die juristische Fakultät, die waren führend, in Sonderheit für germanisches und preußisches Recht, während die Theologen damals als orthodox galten, da hatte ich ja darauf hingewiesen und ich hatte dann eben anlässlich der 300-Jahr-Feier, das hatte ich vorhin euch vorenthalten, da hat eben aus entsprechenden Mitteln Friedrich Wilhelm IV, der in Personalunion 1808 Rektor war, von der Universität damals, sowas war möglich, dass ein Herrscher sozusagen Rektor wurde. Der war offiziell Rektor, gab also auch natürlich Geld und wir wissen ja, wer das Geld gibt, da wird auch die Musik so ein bisschen bestimmt. Das wissen ja die Aktiven auch, wenn die Philisterschaft entsprechend dann Geld für bestimmte Projekte dann beisteuern will, gucke an unseren geschätzten stellvertretenden Philistervereinsvorsitzenden. Das ist insoweit ja dann auch immer angebracht, dass man da dann entsprechend auch sich bemüht, überzeugend sowas darzustellen und das abzustimmen untereinander, dass das dann auch in gute Hände geht. Und das wissen wir ja, das ist bei den Aktiven in der Regel immer gut aufgehoben. Und insoweit hat hier aber trotzdem der Friedrich Wilhelm IV, der hat sich dann in den späteren Jahren leider in einer anderen Richtung als kunstsinniger Fürst, sozusagen und König von Preußen, anders entwickelt, wurde dann also, ja, man würde sagen, eher so ein bisschen reaktionärer und hat also ein Unbehagen über diese liberale Atmosphäre dieser schönen Albertiner Universität verspürt. Hat aber trotzdem seinen Säckel geöffnet und hat das Geld reingegeben. Und ich denke, das hat er gut gemacht und richtig gemacht, aber ich will euch das natürlich nicht vorenthalten.
dass nicht immer zwischen den älteren Semestern und jüngeren Semestern nicht immer unbedingt und auch den akademischen Lehrern immer eine Einheit besteht. Das wird euch heute sicherlich auch so gehen bei manchen Entscheidungen, die man so dann mittragen muss. Es erfolgte die Grundsteinlegung der neuen Universität, habt ihr ja bei meiner Auftaktfolie gesehen, auf dem ehemaligen Paradeplatz, dann Königsgarten umbenannt. Und jetzt kommt es, was ich euch eben sagte, die Studenten tragen den Golden Albertus an ihrer Mütze für die gelebte liberale Bewegung. Das war sozusagen ein sichtbares Zeichen, nach außen hin sozusagen getragen. Nicht um anzugeben, da war auch so ein bisschen, das konnte man auch in schweren Zeiten mal beleihen, weil das war Gold oder Silber, damals trug man das in Silber. Und ich habe mal so spaßeshalber im Netz geguckt, also wenn ihr so einen silbernen Albertus heute haben wollt, dann müsst ihr schon so zwischen 70 und 100 Euro hinlegen. Das ist insoweit vielleicht mal so als Größe manchmal ganz amüsant. So liberal bin ich nicht. Ja. Ja, und dann kam das Jahr 1866 für Hannover sicherlich bekannt, was da dann geschah. Da gab es dann auf einmal keinen König mehr. Aber was man auch sagen muss, ich bin ja nun auch ein Verfechter der preußischen Geschichte, logischerweise ja durch die Muttermilch eingesogen, da ein bisschen anders vorbelastet, ja, aber auch im positiven Sinne, denke ich, mit allem Wenn und Aber. Der König von Hannover hat sich dann ja entschieden und hat sich nicht für Bismarck entschieden, das Angebot von Bismarck, dass er sozusagen weiter hier wirken kann, sondern hat ja Hannover verlassen und ist dann als blinder Fürst sozusagen abdankend abgezogen nach Österreich und hat dort dann bis zum Tod seinen Lebensabend verbracht und hat das nicht mehr geschafft, dann das entsprechend in die andere Richtung zu bringen. Und das Königreich Hannover wurde damit dann ja degradiert, aus hannoverischer Sicht wohlgemerkt, degradiert zu einer preußischen Provinz. Ja, was ganz wichtig ist, 1866 an allen Fakultäten, und jetzt geht's los, können nicht evangelisch Ordinarien werden. Vorher war das anders. Das ist insoweit sehr positiv zu sehen für die Universitätsgeschichte. Hier der Albertiner. Auf einmal können auch Katholiken, brauchen nicht so, wie das nach dem Zweiten Kriege war, wenn da noch Deutsche in den ehemaligen Ostprovinzen verblieben sind. Die mussten ja weitgehend alle dann die Seite wechseln, mussten also dann den Protestantismus aufgeben, wenn sie in dem Land bleiben wollten, mussten einen polnisierten oder russischen Namen annehmen oder mussten dann eben sonst das Land verlassen. Hier, wie gesagt, ist es so, Nicht-Evangelische können dort klassische Ordinarien an der Universität werden. Dann im Reichsgründungsjahr 1871, ich habe schon auf den Wilhelm I. vorhin, der vor dem Königsberger Schloss stand, der im Übrigen auch in Minden steht, oben, Porta Westfalica, das ist nicht Wilhelm II., sondern ist Wilhelm I., der König von Preußen seiner Zeit gewesen. 1871 gab es in diesem Jahr schon 50 Lehrstühle, das war schon eine ganze Menge für die damalige Zeit. 1904 dann, da wurde die Zahl 1000 überschritten. Heute würde man wahrscheinlich irgendein besonderes Legat bekommen, wenn man da noch ein paar Hunderter dahinter setzt. Aber das war damals schon im Deutschen Reich eine beachtliche Zahl. Ja, und die Hochschule erhielt damit einen Akzent, den sie bisher nicht gekannt hatte. Das ist insoweit ganz interessant. Der Jurist damals, Zorn, das ist jetzt nicht zu verwechseln, sondern der hieß tatsächlich Zorn, der Jurist. Der sagte ihm, das war ein Schutzwall des Deutschtums gegenüber dem benachbarten Halbasien. Damit meinte er natürlich damals noch bis zum Kriegsende 1919 sozusagen, gehörte das ja alles zu Russland, also zum Zarenreich bis zur deutschen Grenze, so müsst ihr euch das eben vorstellen. Und deshalb sprach er da vom benachbarten Halbasien. So, dann ist es insoweit auch nochmal ganz wichtig, es gab natürlich auch damals schon Mäzene. Nicht? Das war damals ein Chemiker, der hier sozusagen eine
Ertüchtigungsanstalt, eine Mensa, eine Fortbildungsstation hier gestiftet hat, der in Königsberg groß geworden ist, heute würde man sagen sozialisiert worden ist, und dann ein Legat zur Verfügung stellte als Chemiker, als Chirurg, ein Dr. Lang, der hat ein großes Legat gegeben, und da konnte dieses große, massive Gebäude des Historismus hier aufgeführt werden. So, wie könnt ihr euch das vorstellen? So sah damals hier die Mensa aus, so sah man nicht an blanken Tischen, sondern mit Tischdecke hier eingedeckt. So aßen die akademischen Bürger um die Jahrhundertwende. Nur, dass ihr mal eine Vorstellung hier habt, deshalb habe ich euch das hier eingescannt mal mitgebracht. Natürlich die körperliche Ertüchung, das war ja auch im Mikroaus sehr weit verbreitet, spielte eine große Rolle. Hier eine Turnhalle, wie die so um die Jahrhundertwende aussah, mit den entsprechenden Vorrichtungen, hier Ringe zu finden, rechts, und entsprechende Böcke hier an der Seite, also so kann man sich das hier vorstellen. Natürlich auch eine Schwimmhalle war auch möglich, also die war sozusagen sportlich hier schon ganz weit nach vorne. Aber nur durch diesen Geldgeber, der sehr viel Geld in den Vereinigten Staaten verdiente als Chirurg. Und insoweit hier gesagt hat, das, was mir mal hier zugute gekommen ist, an der Albertina, das stifte ich jetzt eben. Und das wurde eine Stiftung, und daraus resultieren konnte dann diese Palestrina hier geöffnet werden. Jetzt machen wir wieder einen Schnitt. Erster Weltkrieg. Der Name Hindenburg durch unseren verehrten Ehrenvorsitzenden Konfliktor Ganzloser hat ja vorhin uns darauf aufmerksam gemacht, Generalfeldmarschall Hindenburg, der im Übrigen auch in Hannover lebte, dann wieder sich für den Militärdienst meldete und dann in den masurischen Seen, in der masurischen Seenplatte im Winterkrieg und Sommerkrieg 1415 dann sozusagen die Russen, die zu zwei Drittel Ostpreußen besetzt hatte, dort schlug und dann hier von allen Fakultäten damals erhielt er die Ehrendoktorwürde der Universität Königsberg damals. Wir haben dann von 1300 Studenten standen 880 an der Front, 300 davon fallen, sagte man damals, davon 13 Königsberger Wingolfiten, diejenigen, die in Halle waren, werden da unseren gefallenen Schrein gesehen haben, der seinerzeit hier mit gerettet worden konnte in den Westen, als Erinnerung, der dann auch bei Kneipen in Halle immer geöffnet wird, um auch an diese Geschichte eben zu erinnern, dass hier auch Königsberger Wingolfiten seinerzeit mitgekämpft haben. Ja, was insoweit ganz wichtig ist, 1914 hatte ich darauf hingewiesen, die Russeneinfälle, die erfolgten. Parallel dazu wieder das akademische Prinzip. Wir haben hier die Lehrstuhlgründung der für slawische Philologie an der Königsberger Universität, parallel zu den Kriegsereignissen. Und ein Institut für die ostdeutsche Wirtschaft. Wir haben damals einen sehr liberalen Rektor gehabt. Der war eigentlich von Haus aus bekannter Archäologe, ganz großer Chef der Prutzia. Das ist eine Gesellschaft, die sozusagen auch sehr bedeutsam war, die auch viele Sachen hier in den Westen retten konnte. Und der hat seinerzeit gesagt, nur wenn die Königsberger Universität erstrangig wird, kann sie Deutschlands Bollwerk bleiben und der Gefahr entgegentreten, die durch Wilna und Rigas Neugründung uns aus der Hand geschlagen wird. Das war insoweit ganz wichtig. Ihr habt ja die Zahlen noch im Kopf. 30% waren Balten. Die wurden auf einmal zur Minderheit in den baltischen drei Republiken, die nach dem Ersten Krieg gegründet wurden. Und deshalb hat er das hier seinerzeit als Rektor gesagt. Also nur die Besten konnten hier dann entsprechend tätig werden. Ja, und auf einer meiner zahlreichen Fahrten mit dort in Ostpreußen verbliebenen Deutschen, die im Übrigen den deutschen Pass haben und auch den polnischen Pass, also das kann man beantragen, ein Podolski hat auch beide Pässe, nur mal für die Fußball-Aversierten unter euch, der ist ja Schlesier,
wurde jetzt ja gerade kolportiert, dass er bei einem polnischen Verein spielt, der ist der Oberschlesier, Podolski, aber auch andere Fußballspieler. Und bei einem meiner zahlreichen Fahrten durch Ostpreußen habe ich dieses Gefallenendenkmal gefunden. Und da steht hier oben drauf 1914, 1918 in der Mitte und dann oben drüber unser Kreuz. Und darunter steht eben, diese Tapferen fielen in den Kämpfen um die Grenze von Ostpreußen. Verwallen, Kraljevo, 1914. Das ist das, was ich euch so versuchte zu ermitteln. In der Nähe von einem Ort, der bis 1938 Skipkemen hieß. Und die Nazis haben ja alles, was zu sehr slawisch, polnisch oder russisch gar galt, abgelehnt, wie wir wissen. Völkerverachtend abgelehnt, was in Ostpreußen ganz selbstverständlich war. Da hat man Jahrhunderte mitgelebt und das war sozusagen selbstverständlich, dass diese Namen verwendet wurden. Aus diesem schönen Ort Skipkemen wurde dann 1938 Wehrkirchen. Das mussten sich die Menschen dann neuerdings einprägen. Also dort in der Nähe liegt oben auf einem Hügel eine sehr interessante Kriegsgräberanlage zum Gedenken. Und da ist es selbstverständlich, dass die russischen Gefallenen, Ukrainer meistens, damals sagte man Ruthenen, dass die dort mit deutschen gefallenen Soldaten bestattet sind. Und was ganz wichtig ist, das ist sozusagen auch europäisches Kulturgut, alle gefallenen Denkmäler in ganz Europa, wo wir überall Kriege angezettelt haben, wo deutsche Soldaten gefallen sind, wo andere gefallen sind, auch bei uns in der Bundesrepublik heute, ob in West oder Ost, das ist allgemeiner Konsens. Die sind sozusagen denkmalgeschützt, wenn ihr so wollt. Und das ist Konsens, auch in der Republik Polen, das kann man also auch nicht platt machen. Auch ein Präsident Kaczynski kann das nicht einfach so vom Tisch negieren. Das macht er ja sehr gerne, wenn es um bestimmte andere Dinge geht. Aber das kann er also nicht wegradieren. Und deshalb habe ich euch dieses wunderbare Frühjahrsfoto mal mitgebracht, so am Rande von Rumänien, wo so diese Länder Litauen, Polen und das alte Ostpreußen aufeinander stoßen. Dass ihr mal so einen Eindruck hier mitbekommt. Wir kommen damit dann zur Weimarer Republik. 1924 ist dann der 200. Geburtstag von Kant, wird hier begangen. Und dann kommt ein ganz großer Preuße, nämlich Otto Braun. Sozialdemokrat, von der Pike auf, als kleiner Mann groß geworden. Dann der erste Mann in dem sogenannten Freistaat Preußen, was sozusagen nach dem Ende des Kaiserreiches gegründet wurde, gehörte Hannover ja auch als Provinz dazu. Und der Freistaat Preußen, der sagte, dann war es durchgehend bis 1934, bis dann der braune zweite kleine Mann, der große Dicke, Göring, sozusagen ihn entmachtet hat und sich selber zum Ministerpräsidenten von Preußen gekürt hat. Aber, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, der Freistaat Preußen hat nach dem Ersten Krieg, wurde fast überwiegend sozialdemokratisch regiert. Das ist insoweit auch nochmal eine ganz interessante Message. Und ich habe mal da eine Habilitation gelesen von einem Hagen Schulze, der hier seine Habilitation über Otto Braun geschrieben hat. Also wer mal nach Potsdam kommt, durch den wiederaufgebauten Landtag heute, wo der Landtag des Brandenburgischen Landes sitzt in Potsdam, da ist seine Büste auch aufgestellt. Das ist insoweit auch ganz interessant. Der sagte dann damals, nach dem Krieg Not und Bedrückung, die über uns gekommen ist, wird uns zwingen, von der Vernunft diktiert, die sittlichen Gesetze und Gebote Kants mehr denn je als Richtschnur unseres Handelns zu betrachten. Das hat er anlässlich des 200. Geburtstags Kants gesagt. Deshalb habe ich euch das hier mal rausgesucht. Das halte ich insoweit für nicht nur sehr honorig, sondern auch staatstragend, würde man heute sagen, wenn ich an unseren Bundespräsidenten denke, der ja auch bei bestimmten Anlässen auch immer darauf hinweist. Der hat also seinerzeit 1924 das hier schon in den Mittelpunkt seiner Ausführungen gestellt. Ja, es kommt dann auch zu einem Erweiterungsbau der Universität. Die neue Aula wird gebaut, zeige ich euch auch gleich. Ende der 20er Jahre sind auf einmal dann 4000 Studenten schon eingeschrieben an der Albertina.
Und 1929 wird dann die Universitätsbibliothek in Königsberg 400 Jahre alt. Also ihr könnt anhand dieser Zahlen schon sehen, wie lange das sozusagen ja, deutsch geprägt worden ist und preußisch hier sich erhalten konnte. Und anlässlich des besonderen Jubiläums 1929 würde man heute sagen, Staatsministerin Grütters hat Geld gegeben. So war das damals auch schon. Kluge Entscheider haben damals dafür beigetragen, dass hier die Monumentalsammlung von Anno Holz, der aus Rastenburg in Ostpreußen kommen stammte, der dann aber schon nach dem Ersten Krieg nach Berlin ging und da weiterwirkte. Und Arno Holz hat sozusagen diese Monumentalsammlung an die Universitätsbibliothek hier verkaufen können und damit gesichert. Hier seht ihr mal dieses wunderbare alte Historismusgebäude dieser Staats- und Universitätsbibliothek, wie sie sich darstellte. Bildlich an dem Straßenzug. Ja, dann folgte die schlimmste Zeit unserer Geschichte, die braune Zeit, das sogenannte Dritte Reich. Der Vereinnahmung widersetzen sich folgende Professoren, der Staatsrechtler Gallas, der Rechtshistoriker Krawinkel und der Zivilrechter Schiedermeier, Kursstudent übrigens. Die verlieren aufgrund der Nürnberger Gesetze, der sogenannten Nürnberger Gesetze, verliert der Professor Hans Rothfels, ganz honoriger Historiker, seinen Lehrstuhl. Was aber interessanterweise parallel passiert, wissen wir ja alle als Zwingolf. 1933 werden die Rechte des Senats und des Generalkonsuls, die gingen über im Sinne des Führerprinzips, auf den Rektor wurden die übertragen. Parallel dazu wurde trotzdem 1934 noch eine Institutsgründung für Wirtschafts- und Arbeitsrecht vorgenommen, ferner für ausländisches, öffentliches und Völkerrecht. Und dann 1935 erfolgte dort eine Institutsgründung meiner Fakultät, nämlich der Planungswissenschaften und der Planungstechnik. 1935. Und die fünfte Fakultät der Naturwissenschaften wurde dann erst 1936 danach gegründet. Und von 37 bis 45 war ein Rektor, der hieß von Grünberg, der sagte seinerzeit, die Universität soll von wissenschaftsfremden Einflüssen freigehalten werden. Das ist insoweit auch nochmal ganz interessant, das war im Grunde genommen gar nicht möglich in der braunen Zeit. Wurde auch gar nicht geduldet. Denn, da komme ich nachher gleich drauf, 400-Jahr-Feier ist der nächste Punkt, aber jetzt nochmal... Am Todestag von Kant wurde der akademische Akt eingeführt. Und wer war der Redner? Otto Hahn, der große Wissenschaftler, der führend. Der hat seinerzeit die erste Rede dort halten dürfen und gehalten. Ja, und erst 1943, kann man sich gar nicht vorstellen, gab es die sechste Fakultätsgründung, nämlich die der Landwirtschaft. Für so ein agrarisch geprägtes Land wie Ostpreußen, also unvorstellbar, dass die so spät erfolgte. Naja, ihr wisst ja alle aus der Geschichte heraus, denkt ihr an Halle, denkt an Göttingen, denkt an Kiel, das sind so die klassischen, da zogen die Landwirte damals hin, die Landwirtschaft studieren wollten. Das waren die anerkanntesten Universitäten und die neuesten, auch mit neuesten Wissenschaften versehen. Und das hat sich ja nun entsprechend in der heutigen Zeit alles geändert. Aber das ist insoweit nochmal ganz interessant. Ja, und dann erreichen wir schon 1944, da gab es 8 neue Lehrstühle anlässlich der 400-Jahr-Feier, da haben die Nazis mal so richtig in die Tasche gegriffen. Und was jetzt ganz interessant ist, da gab es in der Aula natürlich nur 2, das war einmal Kant, von dem habe ich ja schon berichtet, und daneben natürlich den großen Kopernikus, wo sich auch immer viele darüber streiten. Also ich kann mich an ein Gespräch mit dem befreundeten Bischof aus Rastenburg erinnern, der fragte mich immer, was ist jetzt Kopernikus? Da wollte er mich natürlich mit vor. Ist der Pole oder ist der Deutsche? Ich sage, der ist Europäer. Da hat er nämlich nicht mit gerechnet, dass ich diese Antwort gab. Also der war wirklich Europäer, durch und durch. Geboren in Thorn, in Westpreußen, liegend.
Und diese beiden Büsten standen da und da musste nur noch der große braune Verbrecher rein. Und zwar an erhöhter Stelle sogar. Als Symbol zwischen Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften wurde er mit heroischer Wirklichkeit aufgestellt. Also daran kann man diese Überhöhung sehen, wie fern im Grunde genommen das alles nur eine Farce war. Nicht? Aber was ganz wichtig ist, am 8. Juli abends vor dem Grabmal von Kant wurde dann eben zitiert, in diesem Lande am Grabe dieses Mannes, der uns gelehrt hat, ein Mensch zu sein, zu dem höchsten und letzten Ziel, zur Freiheit. Das war auch möglich. Also man konnte sich in Teilen auch immer noch der Diktatur mit entsprechenden Äußerungen bedingt, zugelassen und geduldet äußern. Nun zum deutschen Ende. Ende August 1944 ist die Königsberger Innenstadt verwüstet. Ich sprach schon an, da Bomberangriffe von Briten erfolgten auf die Innenstadt von Königsberg und damit wurde die Innenstadt, würde man heute umgangssprachig vulgär sagen, platt gemacht. Ende Oktober überschreiten die Sowjettruppen die ostpreußische Landesgrenze. Am 28. Januar 1945 wird die Universität geschlossen und jetzt nochmal wieder so ein ganz klassischer ostpreußischer Hinweis auf die Geschichte, wie manches so miteinander dann auch zusammenhängt. Die letzte Vorlesung hat ein Slawist gehalten, Karl Heinrich Mayer, und worüber? Über Dostojewski. Also es ist eigentlich nicht zu fassen. Aber damit sozusagen ist im Grunde genommen die Geschichte fast zu Ende. Mit Ausnahme des Wingolfshauses, des Königsberger Wingolfs, was ihr hier abgebildet seht, das steht heute noch. Wird von Familien bewohnt. Und ihr werdet als Verbindungsstudenten sofort erkennen, dass hier gewisse Ansätze noch mit dem Baldachin erkennbar sind. Also ich würde sagen, ganz nettes Häuschen. Klein. Und vielleicht mal eines Tages, wer weiß, wie die Geschichte das mit uns vorgesehen hat, vielleicht eines Tages mal wieder durch Wingolfiten belebt. Ich danke euch für die erwiesene Aufmerksamkeit. Ich wünsche dem hannoverschen Wingolf in alter Treue einen Vivat, Chrisgat, Floriat.